Anka. Ja, mein Gott. Hä, warum bin ich denn so groß? Ja, dann brauche ich ja auch einen Stuhl. Ja, ich sehe aus wie ein Fußballer, Alter. Jo, wir schaffen das, Jungs. Gott. 80 Millionen. Das lasse ich drin. Ja. Hallo, hallo. Mein Name ist Jael. Herzlich willkommen in meinem Plant Sanctuary. Franka ist heute wieder dabei. Und zwar... Diese... Franka und ich sind wieder zu Hause von der Botanika. Es ist der nächste Morgen. Ich fühle mich so verkatert. Ja. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Alter, hätte ich gesoffen gestern. Ja, haben wir nicht. Nee, also Liebe gesoffen. Wir wollen auch gar nicht so lange labern, weil heute gibt es den Botanika Hall. Und das Video wird sehr lang. Es wird sehr lang. Holt euch einen Snack, holt euch einen Drink. Es wird lang. Ja, wir haben echt super viele Pflanzen. Also das Krasseste, was ich von vornherein einmal kurz sagen muss, das habe ich ja gestern zu dir auch schon gesagt, dass einfach ich dieses Mal so Pflanzen mitgenommen habe, mit denen ich nicht gerechnet habe, die auch nicht bei dir. Ja, und das so auch, ich glaube, zwei oder eine Pflanze auf jeden Fall kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Habe ich auch schon ein paar von euch erzählt auf der Botanika. Ja. Und habe die aber dann mitgenommen und so, weil die Preise einfach zum Teil, ne, es sind halt Messepreise. Genau, also müssen wir auch gleich nochmal am Anfang sagen. Erstens, ich hoffe, ich weiß noch, bei welchem Laden oder Stand wir jeweils die Pflanzen gekauft haben. Ja. Das wird ein Problem sein. Ich hoffe, wir erinnern uns und wenn was nicht stimmt, dann bitte verzeiht es uns. Und das andere sind die Preise. Nur nochmal so für euch alle da draußen, die zum Beispiel jetzt auch nicht da waren. Messepreise sind nochmal echt anders. Also es ist einfach ein riesen Unterschied. Ob man Pflanzen im Online-Shop kauft oder im Laden oder halt auf einer Messe. Also die Preise sind unglaublich, was natürlich auch das Krasse einfach ist an Botanika. Deswegen werden wir auch versuchen, bei jeder Pflanze nochmal den Preis zu sagen. Genau, aber nur damit ihr halt wisst, es sind Messepreise, das ist kein normaler Preis. Und deswegen verfällt man halt auch da immer in diesen Rausch. Und sagt so, oh mein Gott, ich muss die einfach kaufen. Deswegen, ich möchte keinen Kommentar hören, was irgendwie ist, ja, du hast so viele Pflanzen gekauft, wo sollen die alle hin? Weiß ich auch nicht. Es tut mir leid, ich liebe Pflanzen. Botanika ist einfach... Dit. Ja, Mann. Ich muss auch... Genau, ich würde sagen, wir fangen wirklich einfach und an. Und du musst anfangen. Ja, ich habe wahrscheinlich auch wieder 18.000 mehr Sachen. Oh, ich versuche mal auch ungefähr die Reihenfolge beizubehalten, wie wir eingekauft haben. Genau, also wir waren ja auch schon um 7 Uhr in der Messe und durften an einigen Ständen auch schon kaufen, was natürlich ein absolutes Privileg ist. Aber man muss ja auch dazu sagen, bei der letzten Botanika bin ich ja fast eigentlich gar nicht so richtig zum Kaufen und Gucken gekommen, weil... Wir hatten einfach keine Zeit. So, und deswegen glaube ich auch nochmal danke an Christian. Hat er uns extra reingelassen um 7, damit er die Arme muss auch mal Pflanzen kaufen. Genau, ne? Die hat ja keine. So, ich glaube, als erstes haben wir gekauft bei We Love Aeroids. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube nämlich auch. Sicher. Und zwar haben wir da Syngonien gefunden. Und ich hole auch gleich mal zwei raus, Leute. Weil diese wunderschöne Syngonium Albo Variegata hat 5 Euro gekostet. Ja, unfassbar. 5 Euro. Ich habe eine für mich gekauft, eine für Anna. Die kriegt sie heute. Ja, die musste ich einmal mit 5 Euro. Ja, ich wollte dazu kurz sagen, weil das können wir einmal zusammen zeigen eigentlich. Ich habe mir da nämlich auch eine geholt. Ja. Und deswegen dachte ich, das können wir ja kurz mal verbinden. Und meine hat nämlich, glaube ich, 3 Euro gekostet. Genau. Du hast eine, die wohl angeblich ein bisschen weniger bewurzelt war. Die sieht aber auch überhaupt... Also die sieht perfekt aus. Das soll eigentlich so, also 3 Euro, 5 Euro, ist unglaublich. Und das finde ich aber heftig, ne? Wenn man so überlegt, dass du wirklich Pflanzen schon finden kannst für 3 Euro dort. Ja. Und das ist ja nicht, was für Babyplant, ne? Nee, also überhaupt nicht. Die hat voll Austriebe und Wurzeln und perfekt. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Crazy. Und das ist ja eigentlich auch das Geile. So, klar gibt es da irgendwelche Pflanzen für 1.000 Euro und so und hunderte Euros.
Aber man kann halt auch echt hingehen und richtig schöne Schnapper machen und auch wirklich viele Pflanzen kaufen für wenig Geld. Ich finde auch, das macht mit am meisten Spaß. Ja, weil, so. Guck mal, wenn man sowas findet für 5 Euro, stellt euch mal vor, wie ich reagieren würde, würde ich das jetzt irgendwo sehen. So, wisst ihr, was ich meine? Und auf Botanica ist das einfach, das ist einfach so. Ja, ja, unglaublich geil, deswegen Syngonies. Kannst du ja gleich mal weitermachen. Ja. Ne? Ich stell hier schon mal und zusammen. Zwar habe ich bei We Love Aroids auch noch eine Pflanze gekauft. Und zwar eine Epipremnum pinnatum variegata. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. 15 Euro. 15 Euro hat die gekostet. Und ich meine, guckt sie euch an. Also es ist ein richtig, richtig schöner Austrieb. Sogar auch schon kleine Filistrationen. Ja, und richtig schönes Weiß. Also ja, die ist einfach mit dir gekommen. Also wirklich wunderschön. Tut mir leid. Ich freue mich richtig darüber. Wenn du magst, kriegst du einen Ableger bald. Ja. Weil ich glaube, also die kommen natürlich erstmal in einen Rankstab. Aber wie das aussieht, wird die richtig gut und weit wachsen. Ja, das war, glaube ich, alles bei We Love Aroids. Die hatten auf jeden Fall noch sehr krasse Sachen. Jo. Als nächstes waren wir bei variegata.de. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass wir es jetzt endlich dahin geschafft haben. Ja. Weil bei der letzten Botanica war es da wirklich immer voll, rund um die Uhr. Jedes Mal, als wir extra nochmal da lang gegangen sind, um da reinzugucken, was sie da haben, war es immer so voll. Man hätte sich da richtig durchboxen müssen. Deswegen war es halt so geil, dass wir dieses Mal viel früher reingucken konnten. Und auch da haben wir uns jeweils 2 Pflanzen gekauft. Hätte ich nie gedacht. Franka ist richtig eskaliert dieses Mal. Das ist richtig geil. Für meine Verhältnisse. Ja, nee, ich finde das richtig geil. Du hast wieder richtig was rausgehauen hier. Fang doch mal an. Nee, fang du doch mal an. Fass mich nie an. Außerdem haben wir beide 2. Ja. Okay, sollen wir mal gleichzeitig... Warte, stopp. Sollen wir gleichzeitig... Ja, wir haben nämlich eine gleiche Pflanze, aber in unterschiedlichen Größen. Ja. Und zwar... Oh, so süß. Eine so Indonesian Marble. Guck mal bitte, ich muss hier diesen... Ja. Oh, wo ist er hier? Diesen hell mintigen Fleck und so. Guck mal hier. So schön. Also... Ich verstehe es absolut nicht. Das ist gerade eine der größten Hype-Pflanzen und auch eine der teuersten Pflanzen, die ich so online sehe. Und ihr seht, ich habe eine große und die hat einfach nur 20 Euro gekostet. Und mein Dings ist abgefallen, aber ich glaube, die war 10 Euro. Ich glaube, die war 5. Oder 5. Nee, das war, eine andere. Okay, das dann war die das für 10. Aber wie krass ist das bitte? Aber weißt du, was ich auch krass finde? Ich habe diesen Hype nicht mitbekommen. Ach, das war ja auch, ich hatte mich da mit, ich sage immer Swings. Mit Swings mit drüber Vivi. Unterhalten. Mit Vivi unterhalten. Von Swings and Plants auf Instagram. Genau, und da habe ich auch mit ihr drüber geredet. Und sie meinte, was, wie kann das an dir vorbeigegangen sein? Und so, ich habe das nicht mitbekommen, die dass die so ein Hype ist. Oder hat. Nee, die ist überall gerade und für unglaubliche Preise. Allein so ein Ableger kostet im Internet schon weiß ich nicht was. Heftig. Und wirklich, also ich kann das absolut nicht glauben. Ich freue mich richtig, dass ich diese Pflanze jetzt habe. Ich freue mich auch richtig doll über die. Die kriegt auch 2,5 Blätter ab meinem bei dir auch. Also das kann ich absolut nicht verstehen. Meine ist auch richtig gut bewurzelt. Also ich glaube, die wird sich richtig gut etablieren. Deine auch. Guck mal, unten schon. Ja. Also das verstehe ich absolut nicht. Aber Variegata hatte auch richtig krasse Sachen da. Also richtig heftige Preise, muss man sagen. Und ja, kann ich nicht verstehen, wie das möglich ist. Ich fand ja, Variegata war halt auch so ein geiles Beispiel für diese Nursery-Ecke. Ja. Weil ich nämlich noch eine Pflanze daher habe. Zeig mal. Die hier. Ja. Für 5 Euro. Endlich. Frank hat eine Paraiso-Werde. Ja. Oh mein Gott. Mann, ich will immer sagen, Jorge. Ich weiß nicht, warum ihr euch verwechselt. Die meine Jorge. Nee, genau. Und für 5 Euro. Und die waren nämlich in dieser Nursery-Ecke quasi. Mhm. Und fand ich perfektes Beispiel dafür, dass man da echt süße kleine Pflanzen... Guck mal, da ist ein ganz kleines neues Blättchen. Kommt ja. Da. Man kann das gar nicht richtig fokussieren. Egal. Aber das ist echt richtig schön. Also voll gut da. Wirklich. Ja, fand ich auch krass. Für den kleineren Geldbeutel. Ja, auch für größere. Aber halt, ich mag das auch sehr gerne, wenn Läden halt eigene Ableger anziehen und verkaufen. Ich finde das so geil. Ja. Und... Wie gesagt, ja, krass. Ich habe auch noch eine Pflanze dort gekauft.
Und zwar, ich kann es nicht glauben, wir kommen später auch nochmal zu diesem Thema. Aber Leute, ich kann es wirklich nicht verstehen. Weil das ist auch eine Pflanze, die gerade auch übelst den krassen Hype hat. Und wir haben letztens schon darüber gesprochen, in meinem Pflanzenladen-Haul und auch in dem Video. Und zwar geht es um die Epipremnum Marble Variegata. Und ich kann es nicht verstehen, Leute. Diese Pflanze hat 10 Euro gekostet. Mhm. 10. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich nicht eine mitgenommen habe. Ja. Magst du Nachblicke haben? Ja. Okay, bitte. Dann wird das gleich noch gemacht. Ich kann es, ich verstehe es nicht. Nee, also da hatte ich ja auch einen Moment, wo ich richtig sauer war einmal. Aber ich glaube, das war bei Tim's Plans, weil da stand einfach ein ganzen Wagen voll mit den hier, aber dann für 15 Euro oder ich glaube 2 für 25 oder so, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, wo ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe ja eine vom Pflanzenladen, die ist anders schön, ja, muss man ehrlich sagen. Aber als ich die da ja das erste Mal gesehen habe, konnte ich meinen Augen ja nicht glauben. Für mich ist das die perfekte Pflanze. Und danach habe ich sie ja so viel auf Instagram gesehen und überall auf YouTube und sonst was. Und als die krasseste Rarität, weil sie das ja auch eigentlich ist, und die dann da zu finden, ein voller Pott für 10 Euro. Ich kann es... Nee, ich bin da auch sauer. Auf wen denn jetzt? Auf Pflanzen und Preise. Wie kann das denn sein, dass die 10 Euro kostet? Eben Messe. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, oder nicht? Also klar, ist jetzt schon ein heftiger Unterschied dann auf 10 Euro. Aber trotzdem... Das ist wie eine Efeutote bei Dena. Ja. Also ja. Das ist wirklich was ich absolut nicht verstehe. Das sind noch andere Preise heute, die ich auch nicht verstehe. Aber ich glaube, das war so für mich, so dass das krankste Highlight, das zu sehen, dass die einfach da verkauft werden für 10, 15 Euro, obwohl das gerade die übelste, krasse Rarität ist. Ja, ich kann es nicht glauben. Epipremnum Marble Variegata. Ich bin richtig sauer. Aber auf die Welt. Aber ist das nicht auch schön? Nee, ich glaube, was mich sauer macht, ist halt so, für Leute, die jetzt zum Beispiel da nicht sein konnten oder die da nicht hin können, ja, überleg doch mal, du willst unbedingt diese Pflanze haben und du siehst, die kostet online 200 Euro. So was mal, also weißt du, und dann siehst du so eine alte Kuh, die dir da hochhält für 10 Euro. Also verstehst du, das würde mich so sauer machen, das fühlt mich so sauer. Aber gut, mein Nachbar spielt Gitarre, cool, danke. Muss das jetzt sein? Warum an einem Sonntag? Es ist Sonntag. Ja, das ist voll... It's the Lord's Day. Friedensstörung. Friedensbruch. Aus Friedensbruch. Wir machen weiter mit einer Pflanze, die, ich glaube, mit an oberster Stelle stand auf meiner Wishlist. Ich habe sie in den letzten Wochen sehr, sehr viel gesehen on the social medias. Ich noch nicht. Ich auf jeden Fall schon. Sie steht schon mehrfach auf meiner eBay-Kleinanzeigen-Wishlist und jetzt brauche ich sie nicht mehr, weil jetzt habe ich sie. Und zwar habe ich an einem ganz tollen Kleinstand, und zwar hieß der Exotic Plant Lady. Das ist die Karte. Da habe ich eine ganz, ganz tolle Pflanze gefunden. Und zwar ist das Whisky, ist es gemütlich? Sie macht das. Und zwar ist das die Philodendron Scandens Cream Splash. Die Leute, ist so schön, mein Gott. Also auch eine Pflanze, die ich gar nicht mitbekommen habe. Wo bist du denn? Ja, du bist einfach so nicht auf dem Planty-Instagram, glaube ich, bist du einfach nicht, ne? Also wirklich, wo nur die Nerds sind. Nee, ich glaube nicht. Ich bin immer noch so best of both worlds. Ja, okay, true. Ja. Auf jeden Fall war das eine meiner größten Wishlist-Plans. Und diese wunderschönen großen Ableger wurden verkauft für 20 bei der lieben Katharina. Nee, also die hatte wirklich ganz, ganz tolle Pflanzen da. Und ich glaube, sie hat die auch alle selber angezogen. War das nicht das? Ja, ja. Sie hat die auf jeden Fall alle selber vermehrt. Sie hatte da auch noch ganz krasse Raritäten. Aber wirklich super süß, kleiner, persönlicher Stand. Finde ich ja super. Also... Ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal sprechen, wie toll das ist, dass da auch wirklich private Leute sind,
Ja. Nicht Riesenfirmen nur, was natürlich auch geil ist, aber auch wirklich coole, so liebe private Leute, die da ihre selbst angezogenen Pflanzen verkaufen. Ich finde das so toll. Und das war eine davon. Und ich weiß einfach jetzt schon, die wird jetzt nicht in den nächsten 4 Tagen sterben. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte gerade sagen, ja. Weil das Geile ist ja nicht nur dann, oh, man kann jemanden unterstützen, der vielleicht gerade anfängt oder so, oder der halt erstmal so sich austestet und sowas und das alles ein bisschen nachhaltiger ist, sondern auch die Pflanzen sind meistens schon einfach gewöhnt an Zimmertemperatur, genau, das hat sie an gesagt. Unser Klima, und kennen es halt nicht eben aus Gewächshäusern etc., was ja erstmal per se nichts Schlechtes ist. Nein, aber, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber man muss das natürlich auch wissen, wenn man Pflanzen kauft, wo die herkommen. So, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt hier Pflanzen nach Hause bringe, die aus dem übelst geilen, perfekten Greenhouse kommen, das kann ich zu Hause bei mir einfach nicht so nachstellen. Egal, ob Cabinet oder Luftbefeuchter oder sonst was. Ja. Und für die Pflanze ist es natürlich einfach Todesstress, sich dann anzugewöhnen und anzupassen. Und dann sterben sie halt auch leider einfach oft. So, und da weiß ich jetzt, die hat diese süße Frau einfach bei sich zu Hause angezogen. Und ja, also das ist auf jeden Fall echt richtig cool und einfach ein richtig nicer Vorteil, eben auch mal bei den kleineren dann vorbeizugucken. Ja, so genau. Und, ja. Es gab ja jetzt auch dieses Mal diesen kleineren Raum und wir haben da auch mit ein paar Ausstellern geschnackt und ich glaube, das ist halt schade, dass da nicht so viel Foot-Traffic war. Also man musste halt echt zu dem Raum hingehen, also man ist da nicht unbedingt dran vorbeigekommen. Und ich glaube, da haben viele Leute im Endeffekt gar nicht reingeguckt und da waren halt wirklich tolle Pflanzen auch zu kriegen. Ja. Und genau, also wenn man auch private Aussteller sehen möchte, dann kann man auf jeden Fall bei der Botanica auch welche treffen. Man muss halt wahrscheinlich ein bisschen gucken und sich nicht so abschrecken von den riesen, wunderschönen Ständen, sondern wie gesagt, bei Katharina auch einfach mal vorbeigucken. Ja, Cream Splash, 20 Euro. Unglaublich, guckt sie euch an. Ich freue mich so über diese Pflanze. Ich freue mich. Ich finde das so krass, weil ich nämlich immer bei der Brasil ja immer gedacht habe, oh, das ist mir ein bisschen zu gelb. So in der Mitte. Und jetzt ist es diese schöne Beige in dieser Pflanze. Ja, wird. Ja, und auch sind die, richtig schön. Richtig. Wollen wir da gleich weitermachen, wenn wir schon gerade über die Halle reden, über die kleinere? Oh ja! Weil nämlich talking about girls. Und Leute, die halt gerade vielleicht anfangen. Das war auch echt leider erst gegen Ende, aber so gut, dass wir dann doch nochmal da reingegangen sind und mit denen gequatscht haben und so. Auch richtig niedlich, nämlich da haben wir auch beide die gleiche Pflanze am Start. Oh Gott! Oh, Whisky Baby, guck mal, wie sie kommt. So kommt es gemacht. Warte. Genau, und zwar haben wir da nämlich diese richtig süßen Syngonien Tricolor bekommen. Genau, von Heidi. Heidi war auch richtig toll. Heidi war so geil. Also richtig auch lieb. Ganz, ganz toll. Auch ein privater Stand. Und guck mal, wie süß. Ja. So, so cute. Die hat sie für 10 Euro verkauft. Auch wirklich ein sehr fairer Preis. Und ich muss auch sagen, ich hatte an dem Tag lustigerweise echt so einen Crush auf Syngonien. Franka war ja auf dem Syngonien. Ja, irgendwie voll, ne? Also, obwohl, ich habe eigentlich eine zweite. Nee, egal. Noch eine dritte. Hä, sie hat hier stehen Syngonium T1510. Ist das eine andere? Es ist halt auf jeden Fall was Rosanes, ne? Ist das Tricolor? Nein! Nee, das ist hier kein Tricolor, das ist kein sondern Tricolor. Was ist es denn? Weiß ich doch nicht. Was Rosanes. Heidi, sag uns noch Heidi. Mal bitte, welche Pflanze ist das nochmal? Es ist auf jeden Fall in Sekunden. Wunderschön. Und richtig schön. Richtig süß. Ich bin auch gespannt auf das Substrat. Sie hat das ich auch. Mineralischem Substrat. Ja. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Oh, wir haben hier so einen geilen Lauf. So von einem zum nächsten. So, ah, perfekt. Okay, schön. Genau, also wir sind sehr gespannt. Richtig, richtig süß. Syngoniums sind einfach geil. Willst du denn gleich beim mineralischen Substrat bleiben? Ja, das war nämlich auch im selben Raum. Ja. Genau, und eben in dem kleineren Raum war auch die Leaf Guys waren da. Die Leaf Guys? Richtig geil, die hatten auch richtig geile Sachen da, also sehr verlockend. Wo wir nämlich gerade bei mineralischem Substrat sind. Ich werde mich auch versuchen am mineralischen Substrat.
ich probiere es einfach. Ich bin ja mit meiner Erde sehr, sehr happy von Green Soils. Aber ich habe halt so ein paar Problempflanzen, wo ihr mir in den Kommentaren auch schon oft gesagt habt, hey, probier mal mineralisches Substrat aus. Und jetzt hatten sie da halt eins. Und das ist ein sehr schönes, sehr grobes. Ich bin ja auch ein Fan davon, zum Beispiel Ableger einfach in Perlit anzuziehen. Mhm. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen ähnlich ist. Ich finde erstmal das Logo ist übertrieben geil von den Jungs. Ich liebe das. Da steckt richtig viel Liebe drin. Man sieht auch, ich habe es schon geöffnet. Und zwar hat Franka mich dazu gebracht, weil die hatten ein Gewinnspiel da. Ich glaube, die hatten 10 Tüten mit. Und in einer Tüte ist eine Visitenkarte versteckt. Und dann konnte man was gewinnen. Ich habe sie nicht bekommen. Was soll das? Das war genau die allerletzte an dem Tisch. Und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist sie jetzt. Und jetzt muss ich sie kaufen. Aber es war sie nicht. Aber ich freue mich trotzdem auf das Substrat. Genau, das habe ich mitgenommen. Ich glaube, die Tüte hat 14 Euro gekostet. Mhm. Franka hat aber noch etwas mitgenommen. Ja, das ist richtig typisch, was ich vorhin auch meinte. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Pflanze... Ich auch nicht. Niemals. Irgendwie, ne? Niemals. Also keine Ahnung, aber sie hat zu mir gesprochen. Ja. Und zwar... Crazy. Ich hol sie mal raus. Hol sie mal raus, ey. Also, was ich hier auch noch krass finde, ist ja auch noch, dass der Rangstab dabei ist. Weil die haben auch Rangstäbe bei sich. Ja, tatsächlich, diese hier. Diese halbrunden. Genau. Mhm. Und dann natürlich auch gleich hier in dem Substrat. Aber... Es ist einfach diese Adansonii Oblique Peru, ne? Nee, Monstera Obliqua Peru. Gott, guck mal, da siehst du schon so. Ja. Ich so, Adansonii. Nee, Monstera Obliqua Peru. Ich habe die ja auch bei mir stehen. Ich muss sagen, bei mir ist es eine Problempflanze. Mhm. Sie wächst zwar schnell, also bei mir auch nicht, aber normalerweise. Ja. Aber ich glaube irgendwie, du kommst damit gut klar. Ich weiß nicht, ich habe das so ein Gefühl, du bist ja auch mit Adansonii so. Ja, wir schauen mal. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, es mit ihr zu probieren. Und was ich nämlich auch gefragt habe, weil ich zum Beispiel ja auch nur alles in Erde stehen habe und so, bis auf die eine Sugonie jetzt natürlich noch, habe ich gefragt, wie das dann ist, ob das was ausmacht der Pflanze, wenn ich die jetzt in der Erde topfen würde, wenn sie aus diesem Substrat kommt. Mhm. Und die Jungs meinen also, nee, nur andersrum tatsächlich ist es einfach. Genau, wenn man quasi aus Erde in mineralisches topft. Ja. Aber das finde ich halt auch super interessant. Also ich bin gespannt. Whisky, ey, wissen Sie, wir dürfen abschlachten. Ich bin echt gespannt, wie du mit dem Substrat klarkommst. Wir werden es jetzt ja beide ausprobieren. Ja. Oh mein Gott! Sehr, sehr spannend. Aber ich finde das auch richtig geil, dass die gleich mit einem Rangstab kommt. Das ist natürlich... Ey, und die hat 15 Euro gekostet in Größe S. Ja. Mit dem Rangstab, mit dem Substrat. Das ist echt ein sehr guter Preis. Ja, da kannst du gar nichts sagen. Also heftig. Ich bin so gespannt. Hä? Was denn? Ich habe noch eine von Variegata. Habe ich dann doch eine mitgenommen? Das ist deine! Oh mein Gott, ich habe doch eine! Whisky. Du musst mich jetzt wieder runterregen. Ich muss... Wie in unserem Podcast. Franka und ich haben nämlich einen Podcast, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Stabil, instabil, auf Spotify. Momentan halt nur auf Spotify gerade, ändere ich auch noch irgendwie bald. Es geht hauptsächlich eigentlich nicht um Pflanzen, aber auch ein bisschen um Pflanzen. Guckt rein, Link ist in der Infobox. Oh yeah. Ja, krass. Das ist richtig funny. Ich hatte nicht gesagt. Du meintest noch zu mir... Ja, komm, dann hol dir doch auch noch eine. Ja! Ja! Oh mein Gott, das ist die schönste Surprise gerade. Ich hatte das gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Wieso habe ich das denn so viele... Ist denn wirklich gerade im Karton? Ja! Oh mein Gott, ich freue mich gerade so sehr. Ich meinte doch, irgendwas war doch noch bei Variegata. Wir hatten doch 5 Sachen da. Ja, stimmt. Ja, da hast du die doch mitgenommen. Die heult fast. Muss ich dir doch keinen Ableger geben. Ja, ich wollte gerade sagen. Hey, Franka, du hast echt, sag mal. Ich habe so reingehauen, Leute. Mich freut das gerade richtig. Ich freue das auch gerade richtig, ey. Funny. Wir machen weiter mit Tim's Plants. Oh ja. Also, da muss ich sagen, das war der erste Stand. Wir sind ja da so reingekommen, vorne ins Foyer. Da musste ich echt stehen bleiben und kurz warten, weil... Mhm. Und das sacken lassen einfach. Das ist wirklich krass gewesen.
heftigste Raritäten für unglaublich günstige Preise. Wirklich Minima Variegata, irgendwelche Skin Dapsus Variegata, Strawberry Shakes. Oh mein also, Gott. Oh mein Gott, das war wirklich krass. Ja. Und wir standen da wirklich so um 7 und ich so, kann ich die schon kaufen? Also nee, erst ab 9:30 Uhr. Okay. Was ich aber cool fand, weil es halt super fair war für alle. Ich wollte es auch gerade sagen. Ist halt wirklich nice. Ja. Aber deswegen sind wir da halt um 9:30 Uhr wirklich hingerannt. Weil das haben halt wirklich eigentlich alle anderen gemacht, dass man schon kaufen durfte. Ja. Aber ich glaube, Tim's Plans war wirklich der Einzige, der gesagt hat, nee, ab 9:30 Uhr. So fand ich geil. Ja, man hat sich trotzdem geärgert. Ja, weil das war dann halt die große Risiko, dass man die dann halt nicht rechtzeitig bekommt. Aber deswegen sind wir halt um 9:30 Uhr direkt hingegangen. Und man muss ja auch sagen, Tim's Plans war ja auch der erste Stand, wenn man reinkam. Ja. Das heißt, da sind direkt alle hingelaufen. Ja. Aber ich habe mir an diesem Stand wirklich, ich glaube, Lebensträume erfüllt. Also es ist unglaublich, was in diesem Hall alles für Lebensträume erfüllt werden. Also ich übertreibe nicht. Hätte ich noch irgendeine Emotion in mir, wie nach dem Pflanzenladen. Also das ist, man ist so überwältigt von diesen Emotions. Allein von den Pflanzen so, und dann von den Leuten ganz abgesehen. Also auf jeden Fall bin ich ja momentan so mega, mega auf der Suche gewesen nach variegierten Skin Dapsus. Zum einen, wie gesagt, die Cream Splash, die habe ich mir schon erfüllt. Und dann gibt es eine, da hätte ich nicht gedacht, dass ich mir den jemals erfülle. Ja, wirklich. Und zwar ist das die Skin Dapsus Jade Satin Variegata. Da kriegst du einen Ableger. Davon definitiv, sonst klaue ich mir einen. Ja, weiß ich. Das Krasse ist halt, die Skin Dapsus Jade Satin an sich stand schon auf meiner Wishlist. Mhm. Und dann halt auch einfach noch Variegata. Also ich kann es wirklich, ich kann es nicht glauben. Und das war wirklich eine, wo ich da am Gitter stand. Ja. Also, mach auf. Oh mein Gott. Mach diesen Laden auf. Ich muss diese Pflanze kaufen. Die hat er verkauft für 30 Euro. Ich wollte gerade sagen, 30 waren das, ne? Und zwei für 50. Zwei für 50 oder so. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, wie gesagt, hätte ich jetzt hier heute noch Emotions, dann würde ich wahrscheinlich ausrasten, schreien und heulen. Für euch ist es wieder ganz gut, weil ich heute nicht so schrill bin. Aber ich... Ich finde es krass, was die für dicke Blätter. Ja, halt typisch, ne? Typisch sind Skin Dapsus trotzdem, aber manchmal bei variegierten, manchmal sind die dann ja ein bisschen trotzdem leichter, weißt du? Ja, aber ich liebe das, diese dicken, dick und saftig, crunchy Blätter. Also nicht crunchy, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja. Ich kann es absolut nicht glauben, ich kann es nicht verstehen. Es ist wirklich ein Lebenstraum. Das ist wirklich richtig schön. Auch bei Tim's Plans. Ich glaube, das ist dieselbe. Diese lange Stille. Ich glaube, das ist dieselbe. Ist ich das? Weiß es nicht. Es ist auch Skin Dapsus. Aber nee, die sieht aus wie so eine Marble. Ich glaube, das ist nämlich Skin Dapsus, aber irgendwie Jade. Die stand nämlich vorne. Marble Variegata. Ja. Die stand nämlich vorne. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob es dieselbe ist. Ihr dürft es mir sehr gerne in den Kommentaren sagen. Ich glaube, sie ist ein bisschen anders. Ich kann es wirklich gerade nicht sagen. Ich glaube, es ist wirklich die gleiche. Ja, aber die konnte ich nicht stehen lassen. Die hat... Die hast du doch mit der Zuschauerin mit einer super süßen Maus. Wir haben uns die beide zusammen gekauft, weil es gab dann wieder 2 für 50. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ey, lass die doch einfach zusammen kaufen. Dann sparen wir ein paar Euronen. Und dann haben wir die zusammen gekauft. Also das war auch 2 für 50. Aber wie war das denn mit der? Ich weiß das auch nicht. Hast du die... Ich muss nochmal selber im Vlog nachgucken. Ja, müssen wir wirklich nochmal nachgucken, wie das war. Okay, vielleicht habe ich auch einfach zwei gekauft. Aber das und ist... Das es ist aber auch wirklich, man kommt da so in den Rausch. Es ist so... Ich meine, guckt euch das bei Franka an. Das ist noch nie passiert. Franka kauft sich mal ein oder zwei, aber doch nicht so einen Haufen. Lange nicht mehr so einen Haufen. Lange nicht. Aber auch dann so Raritäten und so. Also das... Ja. Man kommt da wirklich in den Rausch. Ja. Kann man gut finden oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt zwei. Aber ich freue mich auch einfach. Also ich muss aber auch wirklich nochmal sagen... Kannst du mir die einfach... Ja, okay. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe wieder so gemerkt, es ist so Quatsch, sich eigentlich Pflanzen zu kaufen, außerhalb der Botaniker. Ja. Also habe ich auch gedacht. Es ist wirklich eigentlich doof. Ja, es macht schon
es macht schon Sinn, irgendwie sich Geld anzusparen und dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr halt zur Botaniker zu fahren. Allerdings kennen wir es ja auch alle, es kommt was Neues raus, es gibt was Neues, was irgendwie im Hype ist etc. Ja. So, man holt es sich zwischendurch. Ja. Ne? Und es macht ja auch immer einfach Bock, in die Läden zu gehen, vor Ort zu sein, online zu gucken, was Neues abgeht. Ihr wisst, ich und meine Shop-With-Me's, so. ich muss das auch. Also allein das in die Läden gehen und gucken, so das wird sowieso niemals weg sein. Ja. Aber wirklich, wenn man so wirklich krasse Raritäten hat, die man gerne haben möchte, dann sollte man entweder warten bis zur Botaniker oder halt wirklich einen Laden des Vertrauens anschreiben. Stimmt. Ja. Stimmt. Also ich habe aber wirklich jetzt in den letzten Monaten gemerkt, ich werde mir nicht mehr einfach irgendwo random Pflanzen kaufen, nur weil es die da dann gibt oder so. Es ist, also mein Verhalten im Pflanzenkauf hat sich echt verändert. Mhm. Ich habe das wirklich gemerkt. Ich war früher ganz anders. Und ja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Also eigentlich muss man echt bis zur Botaniker warten und das ausnutzen. Weil guck mal, so eine Jade Satin, die kostet doch, keine Ahnung, 200 Euro im Internet. Ja, ist krass. Also ich weiß es jetzt nicht, aber würde ich jetzt mal so denken. Mhm. Naja, kleiner Rant. Wir bleiben aber bei Tims Plans. Frank hat auch noch eine. Aber ich sehe schon wieder... Nein, pass auf. Ich bin noch ein Dritte. Ja. Deswegen habe ich mich gewundert, warum drei? Ich habe nicht drei gekauft, ich habe zwei gekauft. Und zwar ist die für Anna. Die habe ich nicht für mich gekauft. Mhm. Die habe ich für Anna gekauft, sie hatte die auch auf ihrer Liste stehen. Und bei Tim gab es halt dieses Angebot, die für 15 und zwei für 25, glaube ich. Oder nee, drei für 30. Drei für 30 war das. Auf jeden Fall habe ich, also halt quasi kauf zwei, krieg einen umsonst. Ja. Die habe ich für Anna mitgenommen und für Anna auch noch einen kleinen Ring of Fire für 5 Euro. Auch absolut crazy. Auch deswegen habe ich mich gerade so gewundert, warum habe ich hier drei von diesen Pflanzen? Ja, ey, komm runter, Alter. Es geht echt zu weit. Nee, ich habe mir nur eine noch für mich gekauft. Die ist für Anna und die andere war von Franka. Also ganz ruhig. Okay, was hast du bei Tim gekauft? Also, wo ich ja nie dran vorbeigehen kann. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine Pflanze, ihr werdet sie alle kennen, ich habe tausendmal über sie gesprochen. Genau, und zwar, das ist aber auch, ich muss sagen, es hat sich gelohnt, das lange Warten. Genau, meine erste war ja damals, die hast du mir mitbestellt in dem Online-Sale, diesem Live... Ecoagenera Live-Sale, genau. Und da hattest du mir meine erste Bulle Marx Variegata mitbestellt. Ich bin so gut. So. Ich bin so nett. Dann, meine zweite kam dazu, auf der Botanika beim Pflanzenladen. Ja. Dann kam meine dritte, ich weiß nicht mehr, war die auch im Pflanzenladen? Ja, letztes Mal, oder nicht? War das beim letzten Mal? Ja. Und jetzt? Ich weiß noch, wie ihr immer alle in die Kommentare geschrieben habt, bei jedem Shop with me mit ja, ihr, jetzt nimm doch mal mit, Franka, nimm doch die jetzt auch für 30 und Euro. Die gibt's bei mir Kleinanzeigen, hier, schick dir den Link. Genau, ihr habt mir immer alle 1000 Nachrichten geschrieben, so, und Links und hier und dann. Ich hab's nicht gemacht und keine Ahnung, und jetzt mittlerweile ist es anscheinend meine vierte. Spinne ich gerade? Nee, ich habe auch viel zu viele. Es ist meine dritte oder meine vierte, ich weiß es gerade nicht. Ja, guck nochmal zu Hause. Ja, dritte oder vierte. Unfassbar, also wieder richtig schön von Tim's Plans für 6 Euro. Ja. Worüber reden wir hier eigentlich? Worüber reden wir? Also das ist echt, und ich weiß noch, wie wir sie damals beim Holländer das erste Mal gesehen haben für 200 Euro. Ja. Also zwar eine große, aber 200 Euro. Und da habe ich mich ja auch in sie verliebt. Ja, und jetzt kostet sie 6. 6 Euro in der Größe. Das ist ja nicht meine Babyplant. So Mittel, einfach schön Mittel. Ja. Und die wachsen ja auch. Also, ja, die wachsen wirklich so verrückt. Was hast du denn noch? Also, ich habe keine Ahnung, wann und wie diese Pflanze zu mir gestoßen ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir leid. Wenn jemand das jetzt erkennt, bitte sagt es mir. Das Blöde, was auch noch passiert ist, ein Blatt ist abgebrochen. Schade. Schade. Egal. Hier. Diese wunderschöne Syngonien. Red Spot. Genau, Tricolor. Deswegen, ich weiß nicht, also, was mit mir los war einfach. Ich habe ja jetzt drei Syngonien. So, I don't know. Aber ich war richtig auf dem Syngonientrip. Auch so schön. Wunderschön. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich liebe sie.
Und ja, für 15 Euro, keine Ahnung, weil ich die, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich erkenne auch dieses Klebeetikett nicht mehr. Die ist wunderschön. Ja. Meinst du, ich soll das hier einfach abreißen? Die ist vom Pflanzenladen. Are you sure? Nein. Ja, ich weiß auch nicht. Aber die haben immer diese Schilder. Okay, Jungs, wenn ihr das Video guckt, ist die von euch. Weiß es nicht. Nee. Ich weiß es einfach nicht, ist es so ein Findelkind. Ich weiß es auch nicht, aber wunderschön und richtig guter Preis. Mega schön, guter Preis, top. Gerne wieder. Ja. Und dann waren wir noch an einem Stand, der auch einfach absolut krass war. Und zwar war das Flore Europe. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Es war letztes Mal genau dasselbe. Ja. Da hatte ich nämlich letztes Mal meinen kleinen José Bueno gekauft. José Bueno. Der wächst auch unglaublich gut. Und meinen kleinen Ring of Fire. Der ist halbtot, weil der einmal ein bisschen abgebrochen ist. Aber wächst jetzt auch. Also die haben immer richtig krasse Sachen da. Und jetzt hatten sie auch echt ein paar echt krasse Schnapper da. Ich habe mir da eine Pflanze gekauft. Und zwar war die ausgeschildert als Anthurium Magnificum. Aber ich habe ein bisschen gerätselt, auch mit Toni und Tom. Und ich glaube, das ist nicht nur Magnificum. Weil ein Magnificum habe ich da hinten stehen. Und die hat eine andere Blattform. Ich glaube, dass das entweder eine kleine Villinarum ist, oder eine Kreuzung, weil wir sehen ja hier oben auch wieder den Spalt. Ich kenne mal die ganzen Fachwörter nicht, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es ist irgendwie gekreuzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es ja beobachten und ihr werdet mir bestimmt auch Kommentare hinterlassen. Auf jeden Fall hat die nur 10 Euro gekostet. Ist für ein Anthurium sowieso einfach krass. Es gibt keine Anthurium. Ich würde sagen, es ist auch scheißegal, ob das die oder was weiß ich. Es ist einfach eine Anthurium wunderschöne. Euro in der Größe. Ja, eine sehr schöne Größe. Die Blätter sehen alle richtig gut aus. Ja. Es ist eine wunderschöne Pflanze. Kriegt gerade ein neues Blatt. Es könnte auch eine komplett andere sein. Ich habe absolut keine Ahnung. Es stand aber Magnificum dran. 10 Euro. Ich bin super, super happy. Ich liebe meine Anthuriums. Und ich überlege, ob die in die Milz bekommt. Ich überlege noch, aber ich liebe sie. Mhm. Ich freue mich. Hast du was bei Flore gekauft? Ja, natürlich. Und da wissen wir auf jeden Fall alle, was das für eine ist. Ja. Unfassbar. Wir haben ja ein paar von euch getroffen und ihr habt auch das Gleiche gesagt. Ihr habt die auch geholt. Und Leute, da bin ich schwach geworden. Ich weiß im Nachhinein auch nicht, warum ich dich auch eine gekauft habe irgendwie. Ja. Für 20 Euro. Eine Thai Constellation. In der Größe. Bin ich auch sauer. Mit Wurzeln und allem. Also hier mit 2 Luftwurzeln. Guck, wie schön der Stamm avarigiert ist. Fand ich voll süß, dass er mir das nochmal gesagt hat. Ja. Dass er nochmal sagt, such dir mal eine schöne aus und guck mal, dass der Stamm schön hier mit Variegierung und so weiter ist. Dass du wirklich weißt, dass das halt gut nachkommt und so weiter. Alter, 20. Hammer. Also, ich glaube, alle Leute, die man getroffen haben, haben gesagt, habt ihr gesehen, da gibt es Thai Constellation zu 20 Euro. Links in der Ecke. Da hinten in der Ecke. Ja. Also ich kann es... Das ist doch nicht normal. Wir haben uns jetzt so gerade daran gewöhnt, dass es beim Holländer für 20 Euro Monstera Variegatas gibt. Ja. Und das verstehe ich schon nicht. Eine Thai Constellation. Das ist wirklich heftig. Also das war einer meiner persönlichen Highlights auf jeden Fall. Meine auch, obwohl es nicht mal meine Pflanze ist. Ja. Einfach, weil das so ein perfektes Beispiel dafür ist, was da passiert. Ja. Wie 20 Euro für eine Monstera Thai Constellation. So schön. Ich will meine 200 bezahlt. Also die Größe kriegst du online für 150. Ja. 20 Euro? Ja. Ich bin richtig wütend. Warum bist du? Ja. Weil das anscheinend möglich ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht wegen Gewinn machen. Das meine ich gar nicht. Okay. Dass die Läden, Einkaufspreis, bla bla. Das ist immer überall anders, keine Ahnung. Mich macht das nur so sauer, weil man sich die halt sonst für hunderte Euros kauft. Aber du kannst sie halt anscheinend auch für 20 Euro kaufen, wenn du genau da bist. Weißt du? Also ich finde das irgendwie, es ist eine verrückte Welt. Ja. Es ist crazy. Crazy world. Ja, das war bei
Floreiro. Ja, und bei mir ist es das jetzt auch erstmal an Pflanzen. So weit, so gut. Was war das? Ich wollte das irgendwie anders aufbauen, weil es kommen ja noch Pflanzen. Wir machen eine kurze Pause und zeigen euch ein bisschen Plant-Zubehör, Accessories und ja, so weiter. Denn. Und danach kommt. Können wir mal. Und danach kommen wir nämlich zu den Pflanzen, die wir beim Pflanzenladen geholt haben. Die Jungs kriegen natürlich wieder einen extra Spot, weil es ist auch unglaublich, was ich da alles mitgenommen habe. Und Franka auch geile Sachen. Ja. Das heißt, das wird gleich nochmal ein Highlight. Aber wir machen jetzt erstmal kurz Zubehör und anderen Stuff. Erstmal wollen wir euch aber noch was zeigen. Und zwar haben uns ganz, ganz tolle und liebe Menschen auch ein paar Geschenke mitgebracht, was unglaublich süß ist. Als erstes, die hast du auch, ne? Ja. Guck mal, wie cute ist das? Selbst gemacht. Ja. Du hast Blumen mit einem Namen drauf. Voll, ey. Ich meinte auch so, das war viel Arbeit, oder? Und sie war so, ja. Ja. Ein Schlüsselanhänger. Sie ist Zahntechnikerin und das ist quasi aus dieser Masse, wo man auch so Abdrücke macht und sowas. Ja. Jetzt können wir bei unser Trauma in etwas Schönes machen. Du hast unser Trauma geheilt. Ja. Danke. Die sind richtig schön. Richtig, richtig süß. Ja. Ein schöner Schlüsselanhänger. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, ey. Und dann wunderschöne Ohrringe. Also allein diese ganzen, Pflanzenohrringe auf dieser Messe. Also die Leute hatten alle geile Pflanzenohrringe. Und die sind auch einfach wunderschön. Einmal so braun-grün. Die überlasse ich dir. Oh. Thank you. Ich teile immer alles mit Franka. Und die behalte ich, weil die screamen my name. Also die anderen auch, weil die so einen schönen Boho-Touch haben. Aber die haben... Das sind meine. Richtig, richtig schön. Die werdet ihr demnächst bestimmt mal an meinem Schädel sehen. Und dann richtig... Ihr seid alle auch einfach so talentiert, ne? Ja, also muss man mal echt sagen. Diese wunderschönen Jutebeutel... Selbst bestickt. Vielen, vielen Dank. Voll süß. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ja, das war ja auch alles ein Trubel. Da habe ich mich gerade irgendwie mit jemand anderem unterhalten. Ja, auch danke schön von mir. Richtig, mega richtig cool. Geil. Ihr wisst, ich liebe Plant Merch und ich liebe Beutel. Und ich liebe Jutebeutel, ich wollte gerade sagen. Ist und einfach selbst perfekt gemacht. Also und auch die Henkel sind so perfekt lang, dass sie nicht zu kurz sind. Oh mein Gott, danke, Alter. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig immer beim Einkaufen. Man kennt's, weißt du, wenn du bis hier oben eh schon vollpackst und dann läufst du so Und ich habe auch hier viel Speck. Also Muskeln auch. Ich habe ganz viel Muskeln. Und da müssen meine Muskeln reinpassen. Deswegen vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir machen weiter mit Rankstäben. Und zwar bin ich ein bisschen ausgerastet bei Plantprint Services. Ihr wisst, ich liebe die Rankstäbe. Also meine Pflanzen brauchen Erweiterungen. Das war mein Problem. Ich hatte wirklich eine Liste mit Erweiterungen, die ich mir holen musste. Und die neuen Farben waren dann auch noch da und dann war halt ganz vorbei. Weil diese neuen Farben, ich hätte sterben können. Und jetzt sieht das so aus. Ich würde gerade sagen, gib mir mal die erste. Und zwar habe ich drei Typen voll mit Rankstäben. Wie wollen wir das denn machen, Alter? Lass mal anfangen mit den Dubia-Rankstäben. Ja. Und zwar, wie geil ist diese Farbe? Ich sterbe. Guckt sie euch an. Ein richtig geiles Fuchsia-Pink. So ein Traum, ey. Und ich bin so gespannt, weil ich werde schon so lange die Dubia-Rankstäbe ausprobieren. Mhm. Weil ihr wisst, ich habe ja auch diese halbrunden Plastikdinger. Die sind auch geil für ein paar Pflanzen, muss ich wirklich sagen. Weil ich liebe halt diese Breite. Und manchmal sind runde einfach geiler, aber manchmal sind die breiteren geiler. Aber die Plastikdinger sind halt so eine Sache. Deswegen finde ich das so geil, dass sie auch einfach Dubia-Rankstäbe haben. Und die kann man ja auch für jede Pflanze benutzen. Halt, wenn man solche hat, die halt eher so breit klettern sollen. Wenn man die halt nicht so komplett rund haben möchte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich zwei davon, weil man kann die ja einfach darauf stecken und hat einen großen. Das ist echt ziemlich cool. Wie geil ist das einfach? Ja. Aber das Interessante ist, die haben jetzt das System geändert. Ich glaube, das kommt jetzt bald raus.
Und zwar ist das ja jetzt noch hier festgemacht, aber bald ist das wohl so, dass man die abdrehen kann. Und dann ist da eine Schraube und dann kann man das da raufschrauben. Das wird also auch bald kommen. Das ist jetzt quasi noch das alte System. Finde ich aber auch ziemlich geil. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Einfach perfekte Farbe, richtig geil. Ich bin gespannt, an welche Pflanze ich sie mache. Ich überlege vielleicht an die Epiprenum Marble Variegata. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil erstens glaube ich, dass das richtig geil aussieht mit der Variegierung. Ich glaube, das knallt richtig rein. Ja. Ich finde, so bei so knalligen Farben, so variegierte Pflanzen schon ziemlich schön. Das muss ich so sagen. Geil aussehen. Ja. Aber natürlich musste ich auch sehr viele Runde mitnehmen, weil die einfach übertrieben geil sind. Ich habe natürlich diese wunderschöne Grünfarbe. Ich habe diesen unglaublich grün blauen Schimmer. Ich habe dafür noch einen Ersatz für oben drauf. Ich habe noch einen für den anderen. Ich habe goldene Erweiterungsstücke. Ich habe rosa goldene. Ich habe wunderschöne bronzene. Ich habe Erweiterungsstücke. Ich habe, Leute, I'm dying. Ja. Ich habe so viele mitgenommen. Ich glaube, wenn ich hier jetzt jeden Einzelnen zeige, wird das Video 8 Stunden lang. Aber ich wollte euch ganz besonders gerne einmal die neuen Farben zeigen. Ihr werdet sowieso, ich glaube, ich mache nochmal demnächst ein Pflanzen-Update-Video. Weil ihr seht ja jetzt, Alter, es sind so viele Pflanzen dazugekommen. Und es passiert auch so viel hier bei mir allgemein. Also es gibt so viele Neuigkeiten. Und ich glaube, dann zeige ich euch auch mal in Ruhe alle Rangstäbe, die ich so habe. Weil, Alter, das sind jetzt erst recht super, super viele. Aber genau, ich will euch einmal ein paar von den neuen Farben zeigen. Und zwar, der ist so sexy. Ich war oh mein Gott! Findest du nicht? Ja, ich weiß, was die du meinst. Die sind so elegant. Ja. Das Krasse ist bei dem, das ist eigentlich so ein Braun. Doch, da. Oh mein Gott. Das ist so ein geiles Braun-Grün. Das ist das Grünliche. Oh, der ist mega schön. Der ist so sexy. Sorry, ich muss aber das sagen, aber diese Farben. Ja. Oh, Scheiße, wie hießen die nochmal? Also, das ist eben dieses mehr Khaki-mäßige. Und das ist dann so dieses. Wie hat er das genannt? Kohle? Kohlefarbenen. Ah. Und dann. Jetzt soll ich dir mal die nochmal. Oh nein, das sind meine. Ich meine die Tüte, das knistert so. Und dann wunderschön Indigo. Das ist dieser. Guck mal, wie geil der aussieht. Ich kann nicht mehr. Ey. Heftig, dass das in dem Licht gerade das, so. Das sieht man so sieht gut den Unterschied richtig auch gut. Zwischen den drei. Krass. Ja. Also grünlich, sehr gräulich, kohlig und so ein bisschen bläulich. Also die sind so sleek und elegant. Ja, die sind das richtig elegant. Wenn man nicht auf dieses krasse Knall so abfährt. Genau, wenn man jetzt nicht diesen Hot Pink Fibia-Stab geil findet, dann kann man auf jeden Fall mit den Farben, glaube ich, echt nichts falsch machen. Ja. Also allein das Indigo. Oh, ist das geil. Also die neuen Farben sind wirklich richtig, richtig schön. Wie war das noch? Die größeren sind 5 und die mittleren sind, glaube ich, 4 cm. Wie gesagt, ich werde euch noch mal einiges erzählen über die Rangstäbe, wenn ich demnächst euch ein Update gebe. Einen noch, okay? Ja, der eine muss noch. Leute, der ist auch so cool. Seht ihr das? Oh mein Gott. Und das ist das, wo ich zu Ja eben meinte, das erinnert mich so hart, diese Farbe, an so Barbie-Schuhe früher. An diese Barbie-High-Heels, so Prinzessinnen-Schuhe, die man so genau ausziehen konnte. Ja, die du meinst. Exakt das. Ja. Ja, genau diese Farbe auch. Das ist geil. Das ist deren 4 cm. Ja. Und das ist so geil, glittery. Ja. Und also es ist so ein weiß, off-white, glittery. Also diese Farbe, ich kann nicht mehr. Ich habe noch andere, ich habe 1000 Stück. Ihr werdet die alle noch sehen. Aber ich muss wirklich sagen, die neuen Farben sind nochmal echt richtig, richtig geil. Und ich muss auch sagen, Marc und Mona,
nochmal mit denen zu schnacken, war auch richtig schön, weil das sind so liebe Menschen. Ja, man, oh, und so lustig Gott. Auch. So lustig. Die sind richtig lustig. Und hat richtig Spaß gemacht. Ja, und auch so, ich meine, der Tag war echt anstrengend, ne? Aber wir konnten uns da einmal kurz so hinten hinsetzen. Ja. Das war so geil. Die hatten Snacks, die hatten Drinks, die hatten alles da. Und das war richtig, richtig nice. Also Dankeschön nochmal. Und richtig krass auch nochmal so zu hören und zu sehen, was Marc alles machen kann. Also das ist so crazy. Der kann ja wirklich alles machen eigentlich, was ihr wollt. Also da waren so viele coole Ausstellungsstücke irgendwie da. Könnt ihr gerne nochmal ins Video reingucken. Ja. Ich wusste nicht, ich dachte, es geht wirklich um diese halt Rangstufe und so weiter. Und ich wusste nicht, dass man da was in Auftrag geben kann. Das ist ja das. So. Also wenn ihr bei Planned Print Services bestellen wollt, ich weiß, viele sind davon ein bisschen abgeschreckt, dass es keinen Online-Shop gibt. Ja. Aber glaubt mir, traut euch ruhig bei Instagram zu schreiben. Das sind die nettesten Menschen. Mhm. So, man kann denen wirklich einfach schreiben, so hey, ich würde gerne das und das und das bestellen. Und dann kriegst du die Rechnung und es läuft einfach perfekt ab. Auch bei den Rangstäben, egal welche Größe, bei den Dubia, egal wie dick, egal wie dünn, die machen das per Millimeter, kannst du denen schreiben, ich brauche genau das und die können einem das machen. Ja. Also da wirklich nochmal, war ich wirklich überrascht, das so alles zu sehen und zu hören. Ja. Frank hat nämlich auch noch einen wunderschönen grün silky Rangstab mitgenommen, weil Frankas Pflanzen hängen alle so. Und also ich glaube, du musst da im Nachhinein auch ein paar mehr holen. Ja. Aber der ist auch richtig cool mit so einer Verlängerung halt. Ja, genau, gleich ein größeren. Und das Grün halt nicht halt auch. Ich finde, das Grün ist so richtig classy. Ja, so planty halt. Passt halt auch perfekt, ne, mit deinen Pflanzen so einfach. Und das ist einfach wunderschön. Wir machen weiter mit dem letzten Accessoire. Danach gibt es noch ein paar wunderschöne Pflanzen zu sehen. Aber natürlich mussten wir auch bei unserem Freund Herrn Kunstpflanzen vorbeischauen. Es gab auch einen triftigen Grund. Ja. Und zwar. Super funny. Who's this? Wer ist das? Wer ist das? Ja, richtig cool. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist. Ja, das fragst mich auch. Er hat mir. Also, ich habe den ja. Ich folge ihm nämlich schon länger und wir haben auch immer ab und zu schon mal geschrieben und so. Ja. Dann habe ich ihn dir ja gezeigt auf der Botanica im April. Ja, genau. Und da hast du ihn ja dann auch kennengelernt. Ich kannte sein Instagram schon vorher, aber mir war das nie so bewusst. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er dann da gewesen wäre. Also das war richtig geil. Und seitdem. Fanny, es hat irgendwie alles so gepasst. Ich bin ja auch mega Fan von den wunderschönen Prints, die ich schon hier habe. Ja, und, richtig schön. Okay. Ja, und auf jeden Fall hat er mich dann gefragt, ob er das und das Bild malen darf. Aber dann halt eben noch mit einer Anthurium. Welche ist das? Varum Canum, ne? Ja. Ja. Das ist einfach Franka. Und genau. Voll cool. Also er hatte das da auch so hängen und die Leute sind wohl hingekommen und haben gesagt, das ist Franka. Das ist die Schwester von Ja, aber auch das ist Franka. Ja, voll cool. Mann. Also du hast den in DIN A5 mitgenommen. Genau, das ist DIN A5. Ja. Gibt es auch noch einen DIN A4. Ja, dann habt ihr Franka zu Hause hängen. Wer will das nicht? Ich. Deswegen habe ich mir das nämlich auch gekauft. Ich werde mir das, glaube ich, an den Kühlschrank hängen. Dann habe ich jeden Tag Franka zu Hause. Voll cute. Das ist ich habe auch noch mal eins mitgenommen. Das werde ich irgendwem aufdrängen. Hallo, kannst du bitte ein Bild von mir übernehmen? Aber können wir mal darüber reden, wie talentiert dieser Mann einfach ist? Krass. Also ich finde, wenn es wirklich so ein Bild ist, dass man da jemanden erkennt, auch Leute halt, die mich ja persönlich nicht kennen, dann kannst du wirklich also malen. Also wie crazy ist das? Ja, weil ich erkenne da natürlich Franka drin, also, aber auch Leute, die jetzt nicht mit dir beschwestert und verwandt sind, erkenne ich halt. Also das ist absolut krass. Ja. Ich habe noch eins in Postkartenform mitgenommen. Ich auch. Und zwar diese wunderschöne Ballerina mit einem Verrucosum-Blatt. Und Franka hat dieses wundersüße, schöne Anthurium-Pärchen mitgenommen. Richtig auch cute. Sogar. Halt King und Queen. Ne? Also Queen Anthurium, Varucianum. Und King Weichim. Richtig, richtig schön. Ja. Das finde ich auch richtig geil. Lohnt sich echt immer dahin zu gehen. Ja, und ich brauchte natürlich noch eins für meine Wand. Weil ich habe im Vorhinein schon Rahmen gekauft. Ich wusste, ich werde mir noch eins kaufen, weil ich will diese Wand hier erweitern, wo ich Prints von ihm habe. Und ich wollte unbedingt eins in DIN A4. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Bild. Halt jetzt auch in Farbe, die anderen sind natürlich in Schwarz. Ich finde diesen Print so, so, so wunderschön. Wie gesagt, den Rahmen habe ich schon, deswegen werde ich es direkt aufhängen. Unglaublich talentiert. Und da habe ich noch eins mitgenommen, weil ich
Ging nicht anders. Ging nicht anders. Ja. Und zwar noch ein DIN A5 und auch diesen wunderschönen Anthurium-Kopf eben mit dieser Statue-mäßig. Ja, Silhouette, ne? Statue-mäßig. Ja, krass. Leicht griechische Göttin. Ja, richtig. Ja. Richtig schön. Und ich liebe ja allgemein so Feminine Energy und halt so dieses... Ich finde das einfach schön. Ich mag diese Energy, die die Fotos haben. Oh, ich sag immer Fotos, diese Prints. Ja, weil das ein Foto von mir war. Ja, genau. Nee, die Prints haben. Und ich freue mich richtig, meine Wand hier zu erweitern. Ey, ich muss noch ein paar DIN A5 Bilderrahmen anscheinend jetzt kaufen. Aber das macht nichts. Wir kommen jetzt wieder back to the plants. Aber bevor ihr noch unsere Pflanzenladenschätze seht, wollte ich euch noch kurz zeigen, ich habe nämlich auch ein bisschen Pflanzen getauscht dieses Mal. Fand ich sehr, sehr geil. Würde ich nächstes Mal gerne noch mehr machen und aktiver, irgendwie besser geplant. Aber ich hatte ja ein paar von meinen Sämlingen mitgenommen zum Tauschen. Und richtig geil, auch unser lieber Freund von Kunstpflanzen hat mit mir getauscht. Und zwar hat er mir diese wunderschöne Penispflanze. Ich kenne den originalen Namen nicht. Es ist auf jeden Fall eine Karnivore, ne? Ja. Ja, und ich weiß nur, die heißen Pitcher Plant. Ich weiß Pitcher nicht, Plant? Ja, Pitcher, weil das ist wie so ein Auffang, also wie so ein Pitcher. Ja, verstehe. Ich bin sehr gespannt, wie lange die bei mir leben wird. Mhm. Ich habe ihn extra noch ein bisschen gefragt, wie die Pflege aussieht und so. Ich freue mich richtig, mich ein bisschen daran zu versuchen. Musst du die aktiv füttern? Ich habe absolut keine Ahnung. Also, dass du so Fliegen fangen musst und die da rein tun musst oder so? Ja, wenn hier vielleicht ein paar Tore. Kannst du. Vielleicht. Trauermittel! Ja, vielleicht ist das der Holy Grail. Leute, wir werden es sehen. Oh mein Gott, stell mal vor, das wird all die Probleme lösen. Vielleicht löst er alle meine Probleme. Ja. Also, ich bin richtig, richtig gespannt. Fand ich mega geil. Haben wir getauscht? Ach, ich finde das toll. Ich finde Tauschen richtig toll. Mein letzter Tausch war mit Alina, die süße Maus, die auch das Gewinnspiel gewonnen hatte, die Tile Constellation, zusammen mit dem Pflanzenladen. Und die hat mir einfach einen Ableger mitgebracht von ihrer Adansoni Mint mit Brotdose. Voll geil. Ohne Witz, richtig geil. Ich mache die jetzt noch nicht auf, weil ich glaube, die muss ich erst ein bisschen erholen von dieser Reise. Die lag halt auch einfach einen Tag im Auto. Aber richtig geil. Ich werde auf jeden Fall berichten, was daraus geworden ist. Ich finde das richtig geil. Ich liebe Tauschen. Ich finde, wir sollten das viel mehr machen. Weil ich habe so viele Ableger, ich habe so viele Pflanzen. Und ich weiß, irgendjemand da draußen hat was, was ich will. Und die wollen gerne das. So, es ist so geil. Wir kommen zu dem letzten Laden, bei dem wir geshoppt haben. Und zwar war das beim Pflanzenladen. Und ich muss auch hier nochmal sagen, vielen Dank an Toni, Tom und Pia und Mona und Sally. Oh, wow. Ich kann mir nichts merken. Aber das habe ich mir gemerkt. Nee, weil ohne Witz, dieser Tag war so anstrengend. Und allein dieses Hin- und Hergeschleppe immer von Sachen und so. Und wir durften einfach da hinterm Stand bei denen immer unser ganzes Scheiß ablagern. Ja. Und immer so kurz einmal durchatmen und so und da hinten raus. Und also ich war richtig dankbar, dass wir diese wunderbaren Menschen hatten, bei denen wir so einen kleinen Safe Space hatten. Voll. Und zwischendurch mal durchatmen konnten. Und natürlich haben wir absolut eskaliert. Und also ich glaube, Frank hat auch richtig, richtig schöne Pflanzen mitgenommen. Aber bei Toni und Tom muss ich halt einfach ausrasten. Ihr wisst, wie es ist. Die Preise, unglaublich. Die Pflanzen, wunderschön. Und es sind viele, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an. Die erste, da muss ich sagen, habe ich im Vorhinein Toni geschrieben und habe gesagt, könnt ihr mir diese Pflanze irgendwie besorgen? Ich will diese Pflanze. Und genau das meinte ich auch, was ich am Anfang gesagt habe. Mhm. Wenn man so eine Wunschpflanze hat, schreibt einfach eurem Favorite-Laden, euren Favorite-Menschen und fragt, ob sie die euch irgendwie mitbestellen können oder besorgen können oder sonst was. Und zwar habe ich mir ganz, ganz lange schon eine SP Columbia gewünscht. Und ich habe Toni einfach angeschrieben und habe gesagt, hey, könnt ihr mir eine SP Columbia besorgen und zur Botanica mitbringen? Und jetzt habe ich sie. Und ich bin so glücklich. Die ist auch richtig schön. Oh, das ist... Wow. Ja, es ist eine so, so, so schöne Pflanze. Und das ist eine, die sehe ich halt immer bei meiner Lieblings-YouTuberin, Wildfern. Und sie hat die da stehen und bei ihr ist die riesengroß. Und ich sehe die jedes Mal und ich
ich will diese Pflanze, ich will sie so dringend. Aber ich habe sie nie irgendwie so gesehen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt traue ich mich. Aber irgendwie war jetzt der Zeitpunkt. Und das Ding ist ja halt auch, weißt du, kommen wir wieder zu diesem Thema, wo man kauft. Mhm. Ich hätte sie mir ja auch schon irgendwo bestellen können. Aber dann weiß man halt wirklich nie so, okay, wurde jetzt auch so super gut gepflegt und wie kommt die an und keine Ahnung. Und da wusste ich einfach, der wird's gut gehen und ich freue mich so, so, so sehr. Der Preis für die SP war 60 Euro. Und ja, wie immer steht eine kleine Beschreibung dabei, was ich liebe. Wir machen auch gleich weiter. Alter, die ist auch so riesig. Und das ist eine Philodendron Lupin. Ich finde die richtig lustig. Weißt du, ich finde, das ist auch so eine lustige. Das weil stimmt. Die, die hat so ein Melanochrysum-Samtblatt. Hat aber auch so Mikans. Gigas. Und irgendwie Gigas von der herzförmigen. Also so anders herzförmig. Auch so Mickey-mausig. Ja, auch so Mickey-mausig. Irgendwie diese ganze Sparte. Also so. Philodendron Lupin habe ich noch nie gesehen. Nur beim Pflanzenladen. Mhm. Was ist das für eine geile Pflanze? Und Leute, die hat auch nur 30 Euro gekostet. Also allein von der Größe her. Ja. Allein von der Größe. Guck mal bitte, wie buschig die ist. Ja. Seht ihr das? Crazy. Oh, Franka, da schreibe ich dir gleich einen Ableger. Ja. Ja, die musst du, die wächst ja eh schon wieder oben raus. Ja. Also da gebe ich dir direkt gleich einen Ableger, weil das ist auch was, das wächst bei dir wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, die finden die auch gut. Und ich muss ja sagen, ich habe mich lange nicht an solche Pflanzen getraut, weil Melanochrysum ist bei mir immer gestorben. Aber ich habe ja meine Gigas vom Pflanzenladen und die wächst wie weiß ich nicht was. Und deswegen freue ich mich so, weil ich glaube, die wird genauso gut wachsen. Was ist das für ein Busch, Alter? Ich glaub's nicht. Mega. 30 Euro Philodendron Lupin. Oh mein Gott. Machen wir weiter mit einer Pflanze, die Franka und ich beide mitgenommen haben. Und von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie irgendwann ich auch haben nicht werde. Bei dir. Und nie. Zwar Philodendron Sodiroi. Aber wie, da kann man nicht dran vorbeigehen. Nein! Da konnte man nicht dran Alter, vorbeigehen. Alter, seht ihr das? Seht ihr das? So heftig. Alter. So heftig. Wow. Und wisst ihr, was krass ist? Die haben sie nachher für 20 Euro verkauft. Ja. Ja. 20 ja. Euro. In der Größe. Die hier, die. 20 ja. Euro. Also ich, nee. Ja, wirklich. Also ich weiß nicht, wie ich was sagen soll. 20 Euro, Leute, und guckt euch bitte an. Also die passt wirklich nicht rein. Die passt wirklich nicht rein. Alter, Dan ist auch so, oh, ja. Das ist selber eine Blatt. Ja. Ich kann nicht mehr. Haben wir. Und ich liebe ja auch so meine Majestic, die ich von den Jungs habe. Der Stamm. Die ist richtig massiv, ey. Ja. Also die ist richtig, ich glaube, das ist auch seine, die wird richtig groß. Also die kann richtig... Ja, bei guter Pflege und so, ja, locker. Richtig groß werden. Die richtig groß. Oh, mit einem geilen Rangstab. Ich mache einen Plant Print Services Rangstab. Ja, natürlich. Oh mein Gott, das wird so schön. Ich glaube, ich kann mir noch einen Aufsatz besorgen und dann kriege ich die da auch ran. Ja. Ja. Oh mein Gott, habe ich noch einen? Dann kannst du es gleich zu Hause machen. Ich klaue mir hier den. Ich wollte gerade sagen, also du klaust ja einfach einen. Also weiß ich absolut nicht, wie ich das alles verstehen soll. Mega, mega schön. Machen wir weiter mit einer Pflanze, bei der ich auch nicht gedacht hätte, dass ich sie so schnell besitzen werde. Und zwar die Chocorette! Ich liebe auch die Schokolade, ist auch so schön. Ist ein Ableger. Aber wie willst du denn da einen Ableger jetzt draus machen? Ja, nee. Nee, warte, lass uns mal ein bisschen wachsen und dann ja. Okay, ich werde mich ganz doll bemühen, dass die ganz viele Austriebe kriegt und dann kriegst du einen Ableger. Ja, die ist auch mega, vor allem wenn die da halt größer ist. Ich freue mich so, Leute, das ist auch eine, die steht so lange auf meiner Liste. Ja. Es steht irgendwie kein Preis mehr dran, ich weiß es nicht, aber so wie ich die Jungs kenne, auch übertrieben günstig. Und also, sie klingt wie so ein Mafia-Boss, ey. El Chocolate. Ich liebe das. Das klingt so Baba. Ja. Richtig Boss, Alter. Und die, es ist auch ein, ich kann nicht mehr. Ja. Leute, ich kann nicht mehr. Dieser Tag gestern, immer noch, heute, ich,
ich gucke mich um, ich könnte heulen. Also es ist wirklich, ich bin fertig mit den Nerven. Ed Chocorad, Leute, ihr werdet sie in den nächsten Videos irgendwo sehen, ey. Und oh, dann muss ich euch noch zwei kleinere Pflanzen zeigen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, ich wollte gerade sagen, die waren einfach, die waren einfach dann im Auto auf einmal. Und zwar eine Syngonium aurea. Auch da kriegt Franka einen Ableger. Du bist doch jetzt aureg. Ich bin aureg. Willst du die mitnehmen? Jelonien, nein. Kann ich nicht annehmen. Ja, ihr. Nein. Okay. Mach mir einen Ableger. Nein, ja, jetzt. Ja. Mach mir einen Ableger davon. Ja. Auf jeden Fall richtig, richtig, richtig schön. Es steht gerade auch kein Preis dran. Ich weiß es schon wieder alles gar nicht. Aber Syngonium aurea. Und dann könnte ich auch heulen. Und zwar habt ihr mein Debakel mitbekommen mit meiner Ametrium Medium Silver. Das war ja wirklich nur noch ein Stock und inzwischen ist da ja eine kleine Pflanze draus gewachsen. Aber mich hat das irgendwie so verletzt und ich habe mir so doll eine schöne Ametrium Medium Silver gewünscht. Und jetzt hatten sie wunderschöne... Das ist richtig süß. Das ist so süß. Oh das mein Gott. Ja. Ah, das ist richtig hübsch. Auch so eine Dinosaurierkralle. Ja, eine wunderschöne kleine Ametrium Medium Silver für 15 Euro. Franka, das ist dasselbe. Deine Tricolor! Die ist vom Pflanzenladen! Die ist vom Pflanzenladen! Hä? Sag ich doch! Ich kenn doch meine Jungs! Ich kenn doch das Schild! Hä, krass! Ich wusste es doch! Guck, das ist dasselbe Schild! Aber wann ist das denn passiert? Ja, Franka, das frage ich mich bei meinen auch. Also, ich habe auch keine Ahnung. Wir haben es aufgelöst. Ja, dann zählt das auch noch dazu. Oh. Auf jeden Fall freue ich mich da richtig drüber. Das ist so, hätte ich jetzt einfach nur die jetzt mir irgendwie gekauft, würde ich mich schon so des Todes freuen. Aber weil man so 800 Milliarden kranke Pflanzen jetzt auf einmal neu hat, ist man so, ja, die sind halt jetzt irgendwie, oh, man ist so überwältigt. Ja, man ist wirklich. Man ist so überwältigt. Aber ich finde es auch krass, dass die einfach nur 15 Euro gekostet haben. Also richtig, richtig schön, wenn man die schon sich lange gewünscht hat, aber vielleicht immer ein bisschen gewartet hat, weil so eine große für 50 Euro ist ja nochmal ein anderes Commitment. Ja, ich freue mich. Wir machen weiter mit einer Pflanze, die Franka und ich beide haben, aber wieder in unterschiedlichen Größen. Und zwar steht die bei mir auch schon sehr lange auf der Liste und ich wollte sie ganz lange haben. Ich habe sie ja schon in der Größe, in der Franka sie jetzt mitgenommen hat. Die habe ich ja letztes Mal vor Ort beim Pflanzenladen gekauft. Und ich musste jetzt einfach eine große haben und Franka hat auch diese wunderschöne Größe, die ich auch über alles liebe. Und zwar ist das eine Ghostie. Süß. So schön. Ich kann nicht mehr. Richtig schön. Ich finde auch die kleine Version davon richtig schön. Ich wollte gerade sagen, ich finde die manchmal fast schöner sogar, weil die noch so krasse, auch so weiß, okay, das wird irgendwann sterben wahrscheinlich. Ja. Obwohl, nee, bei mir leben die auch noch. Guck mal. Aber ich wollte gerade sagen, verändert sich nicht. Ich bin da noch ganz neu drin, Leute. Ich muss ehrlich sagen, so, es sind Pflanzen heute dabei, da muss ich mich jetzt erstmal informieren. Normalerweise andersrum. Habe ich aber auch bei der Ghost, weil da weiß ich auch nie so ganz. Ja. Vergrünen die sowieso nach einer Zeit? Ich dachte halt, die werden dann grüner mit der Zeit, nur die, wenn die frisch sind, sind die immer heller. Genau. Genau. Ich bin gespannt. Mir. Also wie gesagt, bei meiner Kleinen sind Blätter einfach weiß und bleiben weiß. Ja. Und ich habe keine Ahnung, ich werde auch sehen, wie es ist mit der Großen. Mhm. Wie gesagt, ich habe diese wunderschöne riesen Florida Ghost mitgenommen und finde ich auch unglaublich, ich verstehe nicht, wie das geht. Diese Florida Ghost hat 25 Euro gekostet. 25. Verstehe ich auch nicht. Nee, also ich bin auch jetzt langsam richtig fertig mit den Nerven. Ja. Dieser Haul hat wirklich nochmal so alles rausgezögert, jede Emotion, die noch irgendwie da war jetzt. Es kommen noch ein paar und ich bin
Dead Inside. Es ist echt ein XXL. Voll Love. Also, wie geht denn das? Ja, der XXL Hall. XXL Hall. Also, ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Es sind noch 2 Pflanzen, Leute. Dann sind wir fertig. Ihr dürft danach gehen. Es tut mir leid. Frage, du musst noch bleiben. Ja, schon okay. Ich sitze einfach hier und gucke zu. Stay and be pretty. Also es kommen noch 2 Pflanzen, die auch... Es kommen noch 2 Pflanzen, bei denen ich auch sagen muss, ich hätte nie gedacht, dass sich dieser Wunsch irgendwie so erfüllt und dann auch so schnell und jetzt und allgemein. Die standen seit Ewigkeiten auf meiner Wishlist und ich bin einfach fertig mit den Nerven, Leute, das zeige ich euch einfach. Und zwar habe ich eine Zeroni mitgenommen. Also krass auch einfach. Beleb mich wieder. Das bringt nichts. Da ist ein Muskel. Ich musste einfach die Anthurium Zeroni mitnehmen. Toni hat auch schon so angeteasert, dass die da sein werden. Und seitdem bin ich so, oh mein Gott, ich werde sie kaufen. Egal was ich tue, ich werde sie kaufen müssen. Guck sie dir an, Alter. So starke Blätter. Ja, richtig stark. Die wiegen was, ne? Krass. Ja. Das hätte ich nie gedacht. Ich weiß auch nicht. Crazy. Und ich traue mich auch irgendwie nur, weil meine Palli hier hinten wächst momentan auch richtig gut. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen mutiger mit manchen Anthurien. Und ich kann es kaum erwarten, diese Pflanze zu beobachten, wie sie wächst. Ich kann es nicht glauben, diese Pflanze gehört mir. Ich weiß. Anthurium Zeroni! Okay, wir kommen zur allerletzten Pflanze unseres Botaniker-Halls. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist mein absolutes Highlight. Obwohl, alle sind Highlight, aber bei dieser Pflanze hätte ich niemals gedacht, dass ich sie mir jemals kaufe. Punkt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sie mir irgendwann hole. Und zwar ist es die Quere Maldense. Ist auch so schön. Leute. So samtig. Sie gehört einfach mir. Nicht dir. Nicht Whisky. Nicht euch. Mir. Ich glaube, mittlerweile ist das meine allerliebste Lieblingsanthurium. Obwohl die Palli ist auch geil und die Zeroni. Aber nee, ich glaube, dieses Blatt, ich glaube, das ist es einfach. Ich glaube, das ist es. Ich finde das bei der so krass hier oben, dieses... Die Spalte, ja. Das ist so... Dieses, es sieht einfach echt schön aus. Also, nee. Ich glaube, das ist die schönste Pflanze, die ich besitze. Nee, ich kann nicht mehr. Leute, und diese Pflanze haben sie auch für 60 Euro verkauft. Okay. Anthurium Quiremaldense. Ich weiß nicht mehr, Leute. Also es ist wirklich... Hätte ich noch Serotonin übrig und irgendwelche emotionale Kapazität, würde ich schreien und heulen und auf dem Boden liegen. Aber ich bin so fertig, dass ich wirklich nur noch sprachlos sein kann. Oder? Ja, wir sitzen hier, Leute, wir sind umgeben von einem Meer aus Pflanzen. Wunderschönen Raritäten und verrückten Erlebnissen und Geschichten. Wirklich. Und crazy. Ja. Also ich weiß nicht, ich lag ja auch gestern im Bett, hab ein bisschen geweint. Ja. Weil ich so überfordert bin mit diesen ganzen Emotionen. Ich kann es wirklich nicht glauben. Ich glaube wirklich, ich bin so ein bisschen... Ein Schockstarre noch. Ich weiß nicht. Das ist meine Quere Maldense. Ja, das war. Oh mein der Gott. XXL Hall. Ich kann auch nicht mehr. Aber genau, das war unser Hall. Keine Ahnung. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Vielen Dank nochmal für das wunderschöne Erlebnis Botanica 2023 im September. Es war wunderschön. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Mhm. Und sonst hoffen wir natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.
Frank, hast du es auch in der Infobox? Übrigens, wenn ihr sehen wollt, wie die Pflanzen nachher bei Franka aussehen, dann würde ich sagen... Ja, genau. Es gibt nämlich ein neues Video mit meinem Bedroom-Makeover. Und da dürfen Pflanzen natürlich nicht fehlen. Und ja, da werde ich diese Pflanzen nämlich dekorieren. Einrichten. Dort. Genau. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja. Guckt es euch auch gerne an. Kommt auf Frankas Kanal vorbei, der ist auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und ja, checkt auf jeden Fall mal Instagram ab, da gibt es immer Sneak Peeks und Updates zu den neuesten Videos. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.